Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Besuchertribünen. Unser Debattenthema heute ist die 14. Novelle des Atomgesetzes, aber eigentlich, das haben wir jetzt eben hier schon gehört, reden wir über das nationale Entsorgungsprogramm, das NAPRO. Denn Kernpunkte der Novelle sind der Auftrag und die Kriterien für ein nationales Entsorgungsprogramm, welches die Bundesregierung, das hat die parlamentarische Staatssekretärin vorhin gesagt, ja bereits erstellt hat. Im NAPRO wird nicht nur erstmals und das breit angelegt, offen und ehrlich und umfassend der Atommüll bilanziert, sondern auch ein Konzept entworfen, welcher Atommüll wo gelagert werden soll. Ab unter die Erde und dann Schwamm drüber, so flapsig könnte man vielleicht sagen, war lange Zeit die gängige Entsorgungsphilosophie mit fatalen Folgen, wie wir in der Asse erkennen mussten. Und in der Asse sowie in Gorleben und im Schacht Konrad wurde auch klar, dass so etwas nicht ohne Beteiligung der Öffentlichkeit geht. Diese Erkenntnis wurde mit dem Standortauswahlgesetz vom Juli 2013 und der Einsetzung der Endlagerkommission aufgegriffen und damit wurde auch schon der Richtlinie ja entsprochen. Endlich sollte ein Verfahren gefunden werden, das die Öffentlichkeit, die Bevölkerung mit einbezieht und möglichst breit akzeptiert wird, damit es nicht wie bei Gorleben abläuft, wo der Standort aus zweifelhaften politischen Erwägungen willkürlich bestimmt wurde. Die Kommission ist also dabei, ein Suchverfahren für insbesondere hochradioaktiven Müll zu entwickeln. Und je länger die Kommission tagt, desto deutlicher wurden und wird die Dimension der Herausforderungen, die in dem Auftrag liegen. Und das macht das nationale Entsorgungsprogramm nämlich deutlich. Wir haben nicht nur ein ungelöstes Problem mit dem hochradioaktiven, sondern auch mit dem mittel- und schwach radioaktiven Müll. Es ist hier schon angeklungen. Was passiert mit den Asseabfällen und was wird mit den sogenannten Uran-Tails aus Gronau? Das NAPRO, auch das wurde schon angesprochen, favorisiert nun die Suche nach einem Endlager, das alle Arten des Atommülls hochradioaktiv sowie mittel- und schwach radioaktiv aufnehmen kann. Und dies aus einem sehr guten Grund. Die Bedenken der Bevölkerung um Schacht Konrad wurden gehört und ernst genommen. Das ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Als Abgeordnete, in deren Wahlkreis Gorleben liegt, kann ich ein solches Vorgehen nur ausdrücklich begrüßen. Ich muss allerdings an dieser Stelle auch mal kritisch anmerken, dass die seit Jahrzehnten vorgetragenen Bedenken der Menschen aus Lüchow-Dannenberg leider keine vergleichbare Folgewirkung hatten über lange Zeit. Eine Suche nach einem Kombilager würde alle Voraussetzungen radikal verändern. Wir reden dann vom zehnfachen Volumen und bei den Asseabfällen über mögliche chemische Reaktionen und Prozesse und Auswirkungen, die wir noch gar nicht kennen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommission hat auch in diesem Fall, wie ich meine, eine gute Entscheidung getroffen. Sie wird in dem Bericht, der im Juli 2016 übergeben wird, insbesondere die Auswahlkriterien für hochradioaktive Fälle darstellen und in einem weiteren Kapitel sich mit Empfehlungen beschäftigen für eine Lagerstätte, in der auch die Asseabfälle eingelagert werden können. Eines muss aber aus meiner und aus unserer Sicht ganz klar sein. Eine Vorgehensweise oder eine Verengung auf ein wie immer geartetes Kombilager, bei der es aufgrund des benötigten Volumens von vornherein nur auf Salz als Wirtsgestein und damit auf Gorleben als einzig möglichen Standort hinausläuft, ist nicht akzeptabel und das widerspräche auch den Zielen und dem Grundgedanken des Standortauswahlgesetzes. Und Akzeptanz wäre so auch nicht zu erreichen und so wie ich die Arbeit in der Kommission verfolge, ist das auch überhaupt nicht zu erwarten. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich will es nur hier als regionale Abgeordnete mit Gorleben im Wahlkreis noch mal deutlich sagen. Das ist auch die Erwartung natürlich der Region.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist es richtig, dass das nationale Entsorgungsprogramm explizit unter Vorbehalt der Ergebnisse der Endlagerkommission steht und nicht umgekehrt, wie die Linken es fordern. Und deswegen können wir aus all den hier genannten Gründen der 14. Novelle des Atomgesetzes in der Fassung der Beschlussvorlage gut zustimmen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lotze. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Florian Osnach.